Hallo zusammen. Ich komme jetzt gerade von der Anhörung im Bundestag im Gesundheitsausschuss, insbesondere zum Antrag der Grünen zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Und es war mal wieder die übliche Show. Abgestimmt wurde nicht über den Antrag. Das kommt dann jetzt demnächst irgendwann noch. Da wird er dann abgelehnt von CDU und FDP. Davon ist auszugehen. Es ist eigentlich mehr eine Show, das Ganze, muss man wirklich so sagen. Was aber auch okay ist. Wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt jetzt in diesem Jahr, wo Grüne oder Linke Anträge eingebracht haben zum Thema Cannabis, die dann in der Runde besprochen werden und Leute wie wir, Handverband und ein paar andere, die das alles befürworten und CDU und auch SPD, dann eben die Experten einladen, die dagegen sprechen. Das sind insbesondere der Herr Professor Thomasius und der Staatsanwalt Patzak. Das ist schon erstaunlich, was die dann da immer noch so erzählen. Da hat man das Gefühl, die kommen von einem anderen Stern irgendwie. Thomasius erzählt immer, wie schrecklich gefährlich Cannabis ist und eigentlich dürfen die Leute, die konsumieren, kaum noch Gehirnzellen haben und so weiter. Ihr werdet euch ja vielleicht bei Interesse die Videos nochmal angucken. Die sind in der Mediathek beim Bundestag zu finden und vielleicht kommen auch die einzelnen Ausschnitte der einzelnen Aussagen nochmal auf YouTube. Ein Stargast bei der ganzen Geschichte war Ethan Nadelman von der Drug Policy Alliance, der erzählen konnte, was da in den USA gerade so passiert, was weltweit passiert. Der war auch involviert in diese Global Commission on Drug Policy, die vor 2 Jahren viel Wirbel verursacht hat mit ehemaligen Staatspräsidenten und so weiter, die sich alle dafür ausgesprochen haben, Drogenpolitik zu reformieren, die Prohibition abzuschaffen, mehr oder weniger. Und Ethan Nadelman ist wirklich so ein brillanter Redner, der die Sachen immer sehr schön auf den Punkt bringt. Sein Englisch versteht man übrigens auch ganz gut. Also wer einigermaßen Englisch kann, kann ich nur empfehlen, das mal sich reinzuziehen. Ethan ist wirklich sehenswert. Vielleicht macht ja auch noch jemand Untertitel für seine Beiträge. Ich hoffe, wir werden nachher auch noch ein Einzelinterview mit Ethan Nadelman machen, was wir dann einzeln hochstellen. Aber zurück zur Anhörung. Diese Geschichten dienen vor allen Dingen aus meiner Sicht dazu, dass Linke und Grüne ihre Position nochmal bekräftigen, mit den Anträgen klar machen, wir wollen es wirklich, steht nicht nur im Wahlprogramm, sondern wir wollen es im Parlament auch wirklich durchsetzen, sodass wir die dann in der späteren nächsten Legislaturperiode oder wenn sie dann irgendwann mal tatsächlich an der Regierung beteiligt sind, da auch sozusagen festnageln können und sagen, hier, jetzt könnt ihr eure Anträge wieder rausholen, jetzt habt ihr die Mehrheit, jetzt macht mal. Angenehm ist natürlich auch, dass es 2 Parteien sind, die da in der Richtung aktiv sind. Und eine von beiden ist dann in der Opposition und kann dann die entsprechenden Anträge stellen. Also es hält zumindest die Diskussion am Laufen und man kann immer mal wieder sehen, wie sind überhaupt die Standpunkte, wie ist der Stand der Diskussion. Und man sieht auch immer wieder, dass jetzt immer mehr Experten auch im Prinzip in unsere Richtung argumentieren und das Handverbot grundsätzlich kritisieren. Zum Beispiel der Fachverband Drogen und Sucht, FDR, Fachverband Rauschgift, weiß gar nicht genau, wie er heißt, aber jedenfalls hätte man von denen nicht unbedingt früher erwartet, dass sie in diese Richtung argumentieren. Auch da kam ein guter Beitrag. Und Kollege Max Plenert hat seinen Einstand gehabt, in dem Fall als Vertreter von Akzept e.V. und mehr zum Thema Methamphetamin, was auch mit in die Sitzung reingemischt wurde, weil die SPD dazu einen Antrag gestellt hat, der eher Richtung Prohibition geht, sodass die ganze Diskussion auch recht fahrig zwischen den Themen hin und her ging. Also Methamphetamin, Cannabis, ein bisschen Legal Highs, neue Drogen waren da mit im Spiel als Thema. Das hat man in der Debatte auch gemerkt, dass es sehr durcheinander war. Aber nun ja, wahrscheinlich war das jetzt tatsächlich die letzte Anhörung in Bezug auf Cannabis in dieser Legislaturperiode. Und jetzt werden dann demnächst die Karten neu gemischt und wir werden sehen, was dann mit einer neuen Bundesregierung und neuen Abgeordneten und so weiter dann ab Herbst dann Neues noch passieren wird. Okay, damit verabschiede ich mich erstmal wieder. Wer meine Stellungnahme noch mal sehen will, auf handverband.de könnt ihr nachlesen, was ich dazu zu sagen hatte bzw. geschrieben habe, weil ich ja jetzt in den Videos nicht auftauchen werde von der Sitzung. Und ja, bis zum nächsten Mal.